ist mal wieder Zeit für einen weiteren Disney Haul. Hallo, mein Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Disney August Haul. Ja, wir haben schon fast Mitte September. Der Herbst steht sozusagen vor der Tür, Halloween steht vor der Tür, aber ich zeige euch noch die Sachen, die ich im August gekauft habe. Es ist wieder eine große Vielfalt, aber diesmal sind es wieder sehr viele Klamotten, T-Shirts, Jerseys von Shop Disney. Wir haben was aus Amerika, wir haben was von Disneyland. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. Starten wir mit einer Sache, die mir die liebe Brina wieder aus dem Primark mitgebracht hat. Diesmal ist es nur eine Sache, und zwar hier dieser Mini-Schminkspiegel, der sogar beleuchtet ist. Ich packe ihn für euch mal aus. Genau, so sieht der Spiegel ausgepackt aus. Ich habe tatsächlich einen Schminkspiegel mit Batterie, aber so einen quadratischen von Amazon. Und der passt jetzt perfekt natürlich auf meinen Schminktisch. Er war der letzte im Primark und er hat leider eine kleine Macke. Ich hoffe, man kann es erkennen hier so an der Schleife. Aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Und ja, Batterien müssen auch noch reingepackt werden, denn er wurde ohne Batterien mitgeliefert. Und ja, ich freue mich, den schon auf meinem Schminktisch abzustellen. Preis war 18 Euro. Kommen wir zu zwei Paar neuen Ohren in meiner Sammlung. Die sind beide von Loungefly und beide haben was mit Steamboat Willie zu tun. Denn ja, ich habe es erst vor kurzem entdeckt, und zwar die Seite Funko Europe heißt sie, glaube ich. Ich verlinke die euch gerne auch unten in der Infobox. Da kann man tatsächlich eine größere Auswahl an Loungefly-Sachen bekommen, also auch Rucksäcke, Taschen, Ohren. Also wenn ihr irgendwelche Loungefly-Sachen sucht, schaut gerne mal bei der Seite vorbei. Also ich werde hier nicht dafür bezahlt. Aber ich finde, die haben eine sehr, sehr große Auswahl an Loungefly-Sachen. Unter anderem halt auch diese Ohren. Und zwar einmal diese Steamboat-Ohren. Oder Steamboat-Willie-Ohren. Sind auch also eher so die männliche Variante. Aber ich habe auch die noch mit Schleife gekauft. Genau. Ist wirklich sehr schön. Und die haben auch teilweise sehr gute reduzierte Sachen. Es gibt noch eine Umhängetasche von Steamboat Willie. Da warte ich dann, oder ich hoffe, dass sie dann irgendwann im Sale kommt und ich sie dann mir da kaufen kann. Der Versand ist auch ab einem gewissen Betrag kostenlos. Also schaut gern mal bei der Seite vorbei, falls ihr irgendwas von Loungefly sucht. Die Preise pro Ohr, 30 Euro pro Paar. Genau. Machen wir weiter mit einer Sache aus Amerika. Darauf habe ich mich sehr gefreut. Das wurde lange angekündigt und im August haben sie es dann in den Shop gebracht und wir haben es sogar vorbestellt. Es wurde dann verschickt und relativ schnell ist es dann angekommen. Und zwar dieser Gürtel. Mit dem in roséfarbenen Disney D. Ich habe diese Gürtel ja schon in Schwarz, mit Silber und Gold. Und jetzt in rosa und ich finde ihn genial. Ich finde ihn so, 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 so schön. Und wir haben eine Sammelbestellung gemacht tatsächlich mit 4 Leuten. Und mit Steuern, mit Zoll, mit Versandkosten hat ein Gürtel um die 50 Euro gekostet. Wie gesagt, wir haben es durch 4 geteilt, die Versandkosten. Falls ihr nur einen bestellt, würden die Versandkosten und also die Steuern jetzt nicht, aber die Versandkosten müsstet ihr dann alleine zahlen. Der Gürtel ist von Buckledown. Wird das so ausgesprochen? Buckledown. Den Link findet ihr da zu dieser Seite wieder in der Infobox. Ja, die Disneyland Paris Sachen zeige ich euch am Schluss. Wir kommen jetzt zu Shop Disney. Und was soll ich sagen? Ich bin wieder dem Spirit Jersey Wahn verfallen. Letzten Monat gab es 2 neue Spirit Jerseys und da konnte ich wieder nicht Nein sagen. Ich zeige euch den ersten und das ist tatsächlich, also bei dem ist der Preis irgendwie angestiegen. Normalerweise kosten die ja 60 Euro und der hat, glaube ich, 70 oder sogar 72 Euro gekostet. Und es ist der Spirit Jersey zum 50. Jubiläum von Walt Disney World und ihr seht, er glitzert. Ich zeige euch die mal von Namen, genau. Er glitzert.
Die Mickey ist vorne in Roségold, da steht auch Walt Disney World. Und hinten steht The World's Most Magical Celebration. Und unten habt ihr das Schloss mit einer Mickey umrahmt. Ich muss sagen, es sieht schon sehr ähnlich dem Logo zum 30. Geburtstag von Disneyland Paris. Falls ihr mein News-Video nicht gesehen habt, da habe ich alles über, also alles, so viel wurde noch nicht preisgegeben, aber da zeige ich euch das Logo, das neue Werbevideo. Und ich muss sagen, das Logo sieht sehr ähnlich dem Logo hier unten aus. Vielleicht haben sie schon ein bisschen abgesprochen, wer weiß. Ja, und der Spirit Jersey, ich glaube, es waren 72 Euro. Ich habe den Preis, das Preisschild nicht mehr, denn ich hatte den Jersey für ein Fotoshooting an. Ja, aber ich kann halt nicht Nein sagen bei Spirit Jerseys, obwohl ich muss bei dem sagen, also da lässt die Qualität teilweise echt zu wünschen übrig. Den kann ich, glaube ich, nur mit Handwäsche waschen, hier mit dieser Schrift. Teilweise hier vorne auch, muss ich sagen, bei der Mickey. Seht ihr, dieses Walt Disney World ist so zusammengequetscht und so. Naja. Er ist trotzdem sehr schön. Und den zweiten Jersey, den ich mir gegönnt habe, ist von Stitch. Ich hatte zwar einen anderen Stitch-Jersey, den habe ich aber tatsächlich beim Insta-Sale verkauft, denn ich brauche keine zwei Stitch-Jerseys. Der größte Stitch-Fan bin ich nicht und ich muss sagen, ich bereue es nicht, mir ihn bestellt zu haben, denn er ist vom Stoff her so bequem. Er ist wirklich sehr, sehr bequem. Er ist irgendwie so ein bisschen softerer Jersey-Stoff. Also ist ja immer Baumwolle. Spirit-Jerseys sind ja immer aus Baumwolle. Aber irgendwie ist er weicher und bequemer und ich finde ihn wirklich toll. Auch diesen Batik-Look. Hinten steht Disneyland Anaheim. Also es ist für Disneyland Resort, steht für Disneyland Anaheim. Und ja, ganz groß hinten Stitch. Und hier vorne habt ihr auch nochmal Stitch. Und wie gesagt, 60 Euro hat der gekostet. Und es gibt so viele Leute, die mir bei Instagram schreiben, ob es diese Jerseys, die es bei Shop Disney gibt, also vor allem die aus Anaheim, auch im Disneyland Paris gibt. Nein, gibt es nicht. Wenn, dann gibt es wirklich nur Disneyland Paris Jerseys, also wo hinten Disneyland Paris draufsteht. Diese ganzen Anaheim World, Disney World, den hier, das gibt es alles nicht in Disneyland Paris. Ja, ich habe mir dann noch was bestellt zum, also von der 50. Jubiläumskollektion. Und zwar diese Kappe. Ich muss sagen, im Sommer trage ich schon gern Cappies, so wenn ich im Cabrio fahre. Und da ist auch das Schloss drauf mit der 50. Hinten steht Walt Disney World, the World's Most Magical Celebration. Sie hat 18 Euro gekostet und war auch relativ schnell ausverkauft. Hier unten ist vorne ist auch noch eine kleine Mickey. Ja, und innen habt ihr auch nochmal das Logo. Ich bin jetzt, also ich habe jetzt nicht so viele Cappies, aber im Sommer, vor allem im Sommerurlaub, trage ich schon gern mal so eine Cappy. Und dann kommen wir zur Princess Celebration Week. Da gab es nämlich auch ein paar neue Sachen. Und eine davon ist diese Kette, die ich mir gekauft habe. Das ist eine Schlüsselkette. Also man kennt die, irgendwas ist da runtergefallen. Man kennt ja diese Schlüssel. Das sind ja die, die man auch gratis bekommt. Und das hier ist der so ein goldener Disney-Schlüssel und war auch relativ schnell ausverkauft. Zwischendurch gab es die Kette nochmal, aber ich glaube, mittlerweile ist sie wieder ausverkauft. Und 25 Euro hat die gekostet. Und im Prinzip ist es, also vom Design her, natürlich ist es Gold, aber sie ähnelt schon sehr dieser Gratis-Kette, die man bekommen hat. Kette, Gratis-Schlüssel, den man bekommen hat zur Princess Celebration. Genau, man hat auch in der Mitte so ein paar kleine Prinzessinnen-Logos und ja, den gab es zur Bestellung gratis dazu, wenn man über 20 Euro bestellt hat. Und ich habe noch was bestellt, damit habe ich schon sehr lange geliebäugelt. Als die Schön und das Biest-Kollektion rauskam, war ich sehr enttäuscht. Ich weiß gar nicht, ob es dann bei uns online gab oder erst später online kam und dann war es super schnell ausverkauft. Also ich habe es nie bekommen. Und jetzt tatsächlich war es auf Lager und ich habe es mir gekauft. Das Schön und das Biest. Man sieht echt schlecht. Ich muss irgendwas Weißes dahinter halten. Kann man es jetzt besser sehen? Genau, also das Schön und das Biest, Wandgemälde. Wie heißt denn das? Heißt das nochmal dieses Glas? Ist auch im Schloss verbaut, im Disney-Schloss. Jetzt fällt es mir. Fensterglas, ne? Ich glaube, es ist Fensterglas, dieses bunte. Ja, habe ich mir auf jeden Fall noch dazu bestellt, zu der Kette und dem Schlüssel. Und ja, nicht ganz günstig, 45 Euro, aber
Als großer Schön und das Biest-Fan musste das auch in den Warenkorb. Ja, ich habe mir wieder was von meiner Lieblingsrockmarke bestellt. Passend zu Halloween. Ich habe auch keine Sammelbestellung gemacht, deswegen war es dementsprechend schon relativ teuer. Gut, man muss sagen, der Rock war im Angebot, aber trotzdem. Im Endeffekt war er teuer. Und zwar dieser Kokorock. Weil das Frontierland ist ja auch im Koko-Design dekoriert. Und da musste dieser Kokorock einfach her. Ich habe ihn wieder bei Double Box Toys bestellt. Und bei Double Box Toys, das ist eigentlich so ein Zwischenhändler, der bestellt die Sachen dann in Amerika, die kommen dann nach England und er verschickt dann von England hierher. Und seit dem Brexit muss man ja natürlich auch Zoll aus England bezahlen. Und ich habe 50 € Zoll bezahlt für diesen Rock. Ja, tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Also 50 € Zoll und ich glaube, der Rock selbst hat auch nochmal so um die 80, 90 € gekostet mit Versand. War ein teurer Spaß. Aber ich habe ja noch ein paar Röcke, die ich mir zulegen muss. Den Bambi-Rock finde ich noch toll, den Toy Story Rock. Und Mary Poppins finde ich eigentlich auch ganz cool. Und ich glaube, es kommt auch jetzt eine neue Villains-Reihe raus. Ich glaube, ich muss mal nach Amerika. Dann bestelle ich alles in Amerika, lasse es mir ins Hotel liefern und dann kann ich selbst mitnehmen und muss nicht Unmengen Steuern und Versandkosten bezahlen. Genau, aber ich zeige ihn euch gerne nochmal. Wie gesagt, hier seht ihr Miguel auf dem Rock. Sieht man das? Ja, ich glaube schon. Ist er denn da? Genau. Und ich trage immer in den Röcken L. Eine M würde auch reichen. Und ja, es gab wieder natürlich wie immer einen Pin dazu. Und Pampling, mit denen ich ja kooperiere, hat neue Rucksäcke rausgebracht. Und da gab es einen Rucksack, der Coco sehr ähnlich sieht. Ist natürlich jetzt keine Disney-Lizenzware, aber es ähnelt schon sehr dem Coco-Design. Und ja, ich durfte mir einen Rucksack aussuchen, deswegen der passt super zu dem Rock und dann auch zur Halloween-Season, wenn ich vor Ort bin. Und schaut gerne mal bei Pampling vorbei. Ich packe euch den Link unten in die Infobox. Die haben auch viele ganz, ganz viele andere Rucksäcke, T-Shirts, Tassen, Stifte. Und mit dem Code MONIMOS20 bekommt ihr dann auch noch ein paar Socken gratis zu eurer Bestellung dazu. Ja, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende. Also es sind nicht viele Sachen, aber schon relativ teure Sachen dabei gewesen. Ja, zu den Disneyland Paris Sachen. Und das Highlight zeige ich euch direkt am Anfang. Ihr könnt es schon so ein bisschen sehen. Jemand war im Park und hat mir dieses Schloss mitgebracht. Ich nehme mal die Kuppel ab, dann habe ich auch nicht so sehr Angst, dass es kaputt geht. Ja, jemand war im Park und hat mir das Schloss mitgebracht, denn das gab es im Jahreskartenbüro für einen speziellen, also es war so ein Offer-Price für 65 €. Sonst kostet es, glaube ich, 120 oder 130 € und ja, eine ganz, ganz liebe Person hat es mir mitgebracht. Bin sehr dankbar darüber, weil als ich jetzt da war, gab es dieses Angebot nicht mehr und ich habe schon lange mit diesem Schloss geliebäugelt. Und es ist einfach wunderschön, die Details. Wunderschön. Also bin sehr froh, es bekommen zu haben. Ja, das war ein Highlight auf jeden Fall. Dann hat mir diese Person auch noch ein Buch mitgebracht, und zwar das hier. Das war das Buch zum 25. Geburtstag und das war reduziert. Das hat normalerweise 50 € gekostet und es war, glaube ich, 20 oder 25% reduziert. Und genau, das ist ein Buch, Disneyland von A bis Z. Hier ist irgendwie noch so eine Euro-Disney-Eintrittskarte und es gibt halt. Also von Hotels über Attraktionen könnt ihr alles in diesem Buch nachlesen, in Englisch und auf Französisch. Ich gehe jetzt hier nicht durch jede Seite. Das gibt es tatsächlich noch, als ich letztes Mal da war. Und ja, ich finde es ein sehr, 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 sehr schönes Buch, eine sehr, sehr schöne Sache, da mal durchzulesen, da sich auch zu informieren über die einzelnen Länder und so. Ich plane ja noch andere Videos im Disneyland Paris.
Und da werde ich mich, kann mich dann vorher informieren und euch darüber in den Videos erzählen. Und dafür ist das Buch echt super, super praktisch. Und ja, bestimmt gibt es zum 30. wieder ein neues Buch nächstes Jahr. Deswegen wollten sie es loswerden und haben es dann halt reduziert. Und dann kommen wir nur noch zu drei T-Shirts, die ich gekauft habe. Und zwar einmal das hier, obwohl mir das auch mitgebracht wurde, weil als ich da war, war tatsächlich nur noch sau wenig aus dieser neuen Eats Food Collection da, wo ich ein bisschen drüber traurig war, aber andererseits habe ich Geld gespart, denn den Hoodie gab es nur noch in XL, das hier gab es gar nicht mehr, als ich selbst da war. Es gab nur noch das T-Shirt, was ich euch gleich zeige. Also die Kollektion war tatsächlich der Renner, vielleicht kommt noch was nach, aber die war sehr begehrt. Ja, also einmal das T-Shirt wurde mir mit dem Schloss und dem Buch mitgebracht. Das hat 23 € gekostet. Natürlich mit Jahreskartenrabatt ein wenig günstiger. Dann das zweite, was es dann noch gab, als ich da war, war das hier. Das finde ich auch richtig süß mit den Cupcakes. Und da steht: Life is much better with Cupcakes in Disneyland Paris. Und was ich auch cool finde, ist, hier oben an den Ärmeln habt ihr so Glitzer, Pailletten. Mega cool. Und das hat tatsächlich 30 € gekostet. Und das Highlight, finde ich, ist also eins der Highlights, ist dieses T-Shirt. Das gab es nur im Jahreskarten-Shop. Denn hinten steht Pass Annuel Disneyland Paris. Also das hat, dass man halt Jahreskartenhalter im Disneyland Paris ist. Hat auch 30 € gekostet, aber hat man ja auch 20% Rabatt bekommen. Am Ärmel steht nochmal Disneyland Paris und hier vorne seht ihr das Schloss, das Walt Disney Studios Wahrzeichen, den Hollywood Tower of Terror, den Ballon. Ja, also richtig, richtig cooles T-Shirt, muss ich sagen. Und ich finde es cool, dass sie endlich mal Jahreskarten-Merch rausbringen. Für uns Jahreskartenhalter. Ja, es gibt noch eine Sache, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar, falls ihr nicht gesehen habt, ich stehe kurz vor den 3000 Abonnenten. Und wenn ihr das Video später seht, habe ich vielleicht schon die 3000 Abonnenten erreicht. Und zu dieser großen Feierlichkeit, weil ich hätte vor knapp 3 Jahren nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann so viele Abonnenten habe, dass euch die Videos so Spaß machen. Und ja, zu diesem Event möchte ich euch was zurückgeben. Es wird ein Giveaway geben, wahrscheinlich aber erst im Oktober, nachdem ich im Disneyland Paris war, denn ich möchte etwas passend zum Oktober, passend zu Halloween für euch im Disneyland Paris kaufen, was aus der Halloween Merch-Kollektion. Und deswegen wird es das Video wahrscheinlich erst dann im Oktober geben. Aber ich möchte daraus ein Q&A-Gewinnspiel-Video machen. Das heißt, ihr stellt mir Fragen. Ihr könnt gerne schon eure Fragen unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt schon Fragen habt. Ansonsten gerne über Instagram, werde ich auch nochmal kurz vor dem Q&A-Video eine Fragebox in meine Story posten. Da könnt ihr dann auch eure Fragen reinschreiben. Und ja, da werde ich ein Q&A-Gewinnspiel-Video machen, wo ihr dann am Ende das, was ich dort kaufen werde, ich weiß es tatsächlich noch nicht, was ich kaufen werde, dort gewinnen könnt. Aber ich versuche, was für Männer und Frauen zu besorgen. Also, das ist halt Unisex ist, also jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt ein paar Ohren mit Schleife. Vielleicht habt ihr auch Wünsche. Könnt ihr mir gerne unten auch in die Kommentare schreiben. Ja, das ist geplant für Oktober und ich freue mich sehr über meinen nächsten Meilenstein, die 3000 Abonnenten. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann drückt gerne auf den Abonnieren-Knopf, auch auf die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst in der Zukunft. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt hatte ich voll den Hänger. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann!